Hallo Werkzeugkenner, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Thema Messen. Und zwar, wie du deine gemessenen Ergebnisse speicherst, exportierst und verarbeitest. Wir haben hier ein Laserentfernungsmesser und wir haben mit dem schon richtig viel gemacht. Ich habe ihn euch vorgestellt. Ich habe ihn ins Wasser geschmissen, ich habe ihn dreckig gemacht, ich habe ihn sauber gemacht, ich habe ihn runterfallen lassen, ich habe ihn im Auto einfach mal gesagt, mal gucken, was passiert, wenn ich drüber fahre. Und am Ende war er immer noch genau. Super. Wir haben uns auch Wärmebildkameras angeguckt, haben geschaut, was ist eigentlich, wenn es kalt ist und so weiter und so fort. Messen Sie noch. Aber das haben wir uns alles schon mal angeschaut. Viel wichtiger eigentlich als so etwas ist Folgendes, wenn du damit etwas misst. Was machst du nicht mit den Ergebnissen? Aber warum haben diese Geräte eigentlich Bluetooth? Ganz einfach, es gibt die passenden Apps dazu, die Measure On App oder die Thermal App. Damit kannst du jede Messschritt dokumentieren, später verarbeiten und sogar exportieren. Und natürlich gibt es hier immer etwas zu gewinnen, und zwar dreimal genau diesen wunderschönen Laserentfernungsmesser von Bosch. Alles, was du machen musst, einfach unten in die Kommentare zu schreiben, misst du noch mit dem Zollstock oder nimmst du so etwas? Der Klassiker heutzutage ist ja in der Regel immer noch der Zollstock. Mit dem kannst du die Dinge messen, kannst viele andere Sachen auch damit machen. Das ist auch gut und schön, aber was machst du denn, wenn es länger ist. Wenn du zum Beispiel sowas wie hier hast, einen Raum mit 11, 12 Metern, dann wird es auch schon schwer, fängst du an, das hintereinander zu legen. Dann gibt es noch natürlich das Maßband, aber auch Maßbänder haben so ihre Limitierung. Mit so einem Laserentfernungsmesser hast du eigentlich viel mehr Spaß, weil es einfach schneller geht und du super genau arbeitest. Und vor allem, die Dinge sind ja auch wiederholgenau. Das musst du mal nehmen. Nimm mal so ein Gerät und messt immer wieder. Es ist immer dasselbe Ergebnis, finde ich mega. Du kannst auch so in abgewinkelte Sachen gehen, schnell mal messen und wunderbar. So, aber wenn du jetzt damit misst, was machst du dann eigentlich? Dann sagt er hier 12,5 Meter. Okay, dann nimmst du jetzt hier so einen Zettel und schreibst dir das auf, nimmst nochmal 12,5 Meter und machst und tust und dann fängst du an hier zu rechnen, dann brauchst du noch dein Handy hier, Taschenrechner. Das geht doch alles viel cleverer, oder? Aber das Ganze bringt mich jetzt irgendwie auf eine Idee. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen den Andreas, schicken ihn in einen Raum und wir testen es mal nur mit den Grundfunktionen. Er darf nur Längen messen und er soll ein komplettes Aufmaß machen für diesen Raum. Mal gucken, wie lang der braucht. Ich habe eben gesehen, wie unterschiedliche Ansätze sind. Im Grunde Raum nehmen, Raum zeichnen und dann einfach die Wege abgehen. Okay, soweit, so gut. Aber wie lange hat Andreas eigentlich gebraucht? Er war mit seiner Zeichnung, die wir hier haben, rund nach 2 Minuten fertig. Ich habe mit der App etwa 1 Minute gebraucht. Jetzt könntet ihr sagen, boah, ist ja doppelt so schnell. Aber ganz ehrlich, die Minute ist eigentlich nicht der entscheidende Faktor, sondern einige andere Faktoren. Erstens, bei der App ist es immer garantiert richtig. Hier hast du definitiv die Möglichkeit, auch mal falsch zu rechnen, was falsch in den Taschenrechner einzugeben oder. Und die Frage ist, kannst du diese Schrift wirklich lesen? Sind da nicht irgendwelche Fehler drauf? Ich weiß nicht, Andreas, das wird, glaube ich, nochmal üben. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Anderer großer Vorteil ist einfach, das hier würdest du normalerweise so im Zweifel in die Bauakte reintun. Bei mir war es so, dass ich natürlich eine digitale Zeichnung habe, die kannst du vervielfältigen. Das ist wunderschön, sauber, ordentlich geschrieben und damit kannst du dann auch weiterarbeiten. Ja, finde ich einen riesen Vorteil. Ob du die 3D-Zeichnung brauchst, die auch noch automatisch rauskommt, das musst du wissen. Und übrigens, in der Minute, die ich noch hatte, hätte ich natürlich alle Türen aufmessen können,
Höhe, Breite, Tiefe, auch die Höhe des Raums, wäre alles automatisch mit drin gewesen. Und ich weiß schon, einige von euch sind schon auf den Sprung in die Kommentare rein, um hierzu eine Sache klarzustellen. Das Gerät hier kann ja zum Beispiel eine Fläche komplett selbstständig berechnen, ohne Frage. Das heißt, du hast hier diverse andere Funktionen auch in diesem Gerät. Es gibt ja viele Laserentfernungsmesser, wo du einfach nur eine Strecke messen kannst. Bei dem geht wesentlich mehr. Du kannst hier Flächen berechnen, Volumen berechnen, du kannst eine ganze Wand berechnen und so weiter und so fort. Das geht natürlich schon nativ hier in dem Gerät. Aber du hast keine Dokumentation, wenn du es einfach nur hier drin machst, sondern mit der Measure On App hast du alles gleich gezeichnet und hast das Ganze digital zum Mitnehmen und das Ganze auch dauerhaft. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der App gesprochen und von den Entfernungsmessern und dass das super funktioniert, aber wie geht das eigentlich überhaupt im Detail? Erst einmal, du brauchst ein passendes Gerät, wie zum Beispiel das hier. Alle Geräte, die dazu passen, also die passend sind für die Measure On App, die blenden wir hier oben mal ganz kurz ein. Ja, die Geräte sind übrigens super daran zu erkennen, dass sie hinten ein C für Connectivity am Namen dran gehängt haben und schon könnt ihr euch über Bluetooth nämlich mit eurem Handy verbinden und das ist so der Standardfall. Du wirst die Measure On App sicherlich auf deinem Handy oder Tablet benutzen, das heißt also mit Bluetooth euch verbinden und dann geht es auch schon los. Woher bekommst du die App? Die kannst du einfach im App Store runterladen. Und ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie ich so einen Raum schnell aufgezeichnet habe, aber die App kann natürlich noch viel mehr. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich einen Raum aufgezeichnet habe, aber so ein Raum, ist das schon alles? Nein, Measure On kann noch viel mehr. Wenn du die App runtergeladen hast, kannst du dort erst einmal Projekte anlegen. Ein Projekt ist zum Beispiel ein Unterscheidungsmerkmal für einen Kunden oder wenn du noch einen größeren Kunden hast, für die einzelnen Projekte eines Kunden. In den Projekten kannst du dann dein Aufmaß machen für den einzelnen Raum. Du kannst Pläne zeichnen, wie du es vorhin gesehen hast. Du kannst natürlich noch viel mehr machen, nicht nur das, was ich vorhin gemacht habe, sondern du kannst zum Beispiel die Raumhöhe auch festlegen. Die Raumhöhe ist natürlich sehr wichtig, wenn du Wandflächen berechnest, zum Beispiel für einen Maler. Ja? Du kannst natürlich auch Volumen berechnen oder. Und wenn du so einen Raum zeichnest, brauchst du natürlich auch Fenster und Türen, weil wir müssen wissen, wo kommen wir rein, kommen wir raus, kannst du auch Fensterhöhen, Stürze und so weiter alles dort mit eintragen und kannst dann auch genau nochmal diese Flächen auch entsprechend berechnen. Wenn du das alles gemacht hast, kannst du sagen, okay, da ist aber noch viel mehr, was man wissen muss, kannst du Notizen anlegen und kannst dann in die Notizen reinschreiben, was alles noch zu beachten ist beim Bauen oder bei diesem Raum. Und wenn der Raum sehr speziell ist, dann kannst du sogar noch zu dem Raum ein Bild machen und dieses Bild dann auch der Dokumentation hinzufügen. Diese Bilder kannst du dann auch nochmal extra mit Maßen und mit Hinweisen versehen, damit derjenige, der sich das später anschaut, wirklich versteht, was wollte ich denn eigentlich damit sagen? Oder zum Beispiel, dass du sagst, ich habe jetzt hier doch mal eine Tür fotografiert, an der willst du irgendwas machen, dann kannst du diese Tür nochmal bemaßen. Das ist eine tolle Sache, habe ich auch schon selber gemacht. Wenn du das alles gemacht hast, kannst du dann auf einer großen Arbeitsfläche alles nochmal kombinieren und alles nochmal in Verbindung setzen. Und all das kannst du am Ende auch nochmal exportieren, und zwar als PDF, XLS oder DXF und kannst das Ganze mitnehmen und in anderen Projekten nochmal benutzen. Und am Ende ist es so, dass du all das, was du dort gesehen hast, machst du quasi die ganze Zeit in der Cloud. Denn alles wird in der Cloud gespeichert und ist von dort nochmal abrufbar. Und wenn du die ganzen Daten in der Cloud hast, dann kannst du natürlich auch weiterarbeiten außerhalb deines Handys oder deines Tablets. Das heißt, du kannst auch Folgendes machen. Du bist draußen auf der Baustelle, nimmst dein Aufmaß, im Büro sitzt schon mal jemand, der bekommt sofort Updates auf seinen Rechner und kann die Daten sofort weiterverarbeiten, kann zum Beispiel auch sofort sagen, das ist ja das Projekt, kann den Namen ändern, kann dort Änderungen vornehmen, kann auch erkennen, was hast du dort dokumentiert und vor allem kann sofort das Material bestellt werden, in dem Moment, weil Volumen, Größen, Längen und Maße alles ja schon vorhanden ist. Ich zeige dir jetzt mal eine weitere Funktion und zwar den AR-Scan und ich sage dir, der ist komplett wahnsinnig, weil wir machen ein komplettes Aufmaß ohne Entfernungsmesser, nur mit diesem Tablet und da ist Fenster, Türen, alles mit drin. Aber legen wir mal los. Ihr seht jetzt hier den kompletten Raum in 3D gezeichnet, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, außer das Gerät hier benutzt. Ihr seht sogar den Stühle und Tische, hier Fenster, Türen, auch die Tür, das ist ein Fenster, auch das hier als Tür, das ist einfach der Hammer. Und jetzt seht ihr Folgendes, wir haben ja vorhin hier mit dem Laserentfernungsmesser knapp 36 Quadratmeter ausgerechnet und
einen Umfang von 30 Metern, das ist fast identisch. Und zusätzlich sehen wir hier, er hat alle Fenster und Türen drin, er hat die Breite der Türen drin, er hat alle Maße drin. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Ich habe jetzt die Funktion jetzt in diesem kleinen Raum ausprobiert und auch in ein, zwei anderen Räumen. Das ist wirklich cool. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, selbst in welche Richtung die Türen aufgeht, vermutet er, welche wird es wahrscheinlich sein. Bei einer Tür war es falsch, das ist einfach nur ein Klick, Tür drehen und schon läuft das Ganze. Das macht richtig Spaß und damit kannst du wirklich viel Zeit sparen und vor allem so einen dreidimensionalen Eindruck von so einem Raum auch jemand anderem, der nicht auf der Baustelle war, mitgeben. Das finde ich schon wirklich cool. Und wenn du dich fragst, was für ein Gerät brauche ich denn eigentlich dafür? Eigentlich gar kein so besonderes. So modernere Geräte, wie zum Beispiel ein modernes iPhone oder auch vieles anderes, hat das. Du brauchst einfach nur den entsprechenden Sensor hier hinten drin und schon kannst du loslegen. Wir haben die ganze Zeit über Entfernungsmesser gesprochen und können dort Räume zeichnen, Türen und so weiter und so fort. Über AR-Funktionen, alles toll. Aber es gibt ja noch ein ganz anderes Universum. Wir haben hier Wärmebildkameras, wir haben die GTC 400 und 600. Und damit können wir eben andere Dinge tun. Erstmal ganz kurz, was der Hauptunterschied zwischen 400 und 600. Bei der 400er haben wir die Möglichkeit, bis 400 Grad zu messen, bei 600 bis 600 Grad. Und wir haben bei der 600er eine deutlich höhere Auflösung. Was sehr interessant ist, gerade wenn es um Details geht, wie zum Beispiel einem Schaltschrank. Es geht im 400er auch, aber mit dem 600er kannst du wirklich viel mehr, bis du die einzelnen kleinen Leiterbahnen sehen, weil die Auflösung hier einfach eine andere ist. Aber die 400er ist ein solides, gutes Gerät, möchte ich gar nichts gegen sagen. Und du kannst ja mit der 600er auch Folgendes machen. Du kannst hier eine Dokumentation zum Beispiel, wenn eine große Industriehalle, Schaltschrank, mal gucken, wie das Ganze so aussieht, ob alles in Ordnung ist, aufnehmen und kannst davon Bilder machen. Klick, 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 klick. Aber was machst du denn damit? Irgendwo muss das ja hin. Du kannst übrigens bei der 600er eine ganz verrückte Funktion machen, hätte man gar nicht so vermutet an so einem Gerät, dass du ein Bild machst und dazu ein Sprachmemo aufnimmst, als Hinweis für deine spätere Bearbeitung oder für jemanden, der sich später nochmal anschaut. Aber jetzt hast du einige Bilder gemacht, aber was kannst du damit machen? Du kannst das Ganze übertragen per WLAN auf dein Handy in die Thermal-App und kannst dort alles einspeichern und dokumentieren, um es später nochmal weiter zu verwenden. Und genauso wie in der Measure On App kannst du hier noch zahlreiche Hinweise auch zu deinen Bildern dazu schreiben. Du kannst Notizen, Aufgabenlisten, aber du kannst auch so einen kleinen Pfeil setzen, um genau zu zeigen, da ist etwas. Und natürlich kannst du genau diese Daten, die du dort erstellt hast, auch wieder exportieren, damit jemand anders das weiter bearbeiten kann. Du hast gerade gesehen, du hast ein riesiges Universum an Funktionen, was du nutzen kannst. Und ganz ehrlich, so ein Gerät wie das hier, ja, ein Entfernungsmesser ist schon wirklich cool. Und du hast dann eine Strecke. Aber erst mit so einer App und mit den AR-Funktionen zum Beispiel, mit den 3D-Funktionen, finde ich, hast du so ein richtiges neues Universum. Das ist so wirklich 2.0 oder 3.0 in dem Fall, wo du dann sagst, wow, was alles da noch geht, was hier noch geht, wie automatisch sich das alles erstellt und ich muss nicht mehr dastehen und dann, ich zeige es euch nochmal, ich muss nicht nochmal so eine Zeichnung mir von meinem Kollegen anschauen und überlegen, ist das eine 3, eine 5 oder sollte das nur ein Kringel sein? Wer weiß das schon? In der App habt ihr das nicht. Apropos App, ihr könnt euch die App ja kostenlos runterladen und dann erstmal ausprobieren, ob das für euch was passt. Wenn du sagst, du willst den absoluten maximalen Funktionsumfang haben, dann musst du das Ganze monatlich bezahlen, für einen Preis so etwa 14,99 sind es aktuell und schon bist du dabei. Wenn man überlegt, was heutzutage so Stundensätze sind und wie viel Zeit du damit aber sparst, ist das eigentlich ein echt fairer Deal. Das ist meine Meinung. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr das alles schon mal ausprobiert habt und wenn nicht, ob ihr es mal ausprobieren wollt oder was für eine Funktion würdet ihr euch denn noch wünschen? Denn die App wird ja immer weiterentwickelt, immer. Ich kenne sie von vor 2 Jahren, war noch kein AR-Feature drin, jetzt schon. Das hat mich von den Socken gehauen. Also das würde mich interessieren, was sagt ihr, was soll da noch rein? Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich glaube, wir werden jetzt mal hier unser Studio ausmessen und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.